So, ich habe alles erledigt, was ich Isaac, erledigen wollte. bitte hilf mir Zeit mal für bitte. mehr Isaac. Ich begrüße euch. So, jetzt aber eher dem wirklich letzten Part, wo wir nochmal Vladimir Wee probieren. Es ist einfach zu. Ja, ich habe jetzt ja diese Reihe an Versuchen zusammengesetzt in ein riesig. Was ist das denn? In ein riesiges Video. Also, ja, keine Ahnung. Das war mir zu unangenehm, das in einzelnen Videos hochzuladen. Ich habe da einfach einen riesigen Part mit Fails und wer sich's angucken will, guckt sich's an und wer nicht, guckt sich's nicht an. Ja, Mom's Razor ist, er ist scharf. Okay. Aber was kann er? Was tut er? Ist der Kontakt-Damage oder sowas? Nö. Was macht der? Wie finde ich jetzt raus, was der tut? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der für mich nützlich ist, aber. Hat der sich selbst gesprengt? Der muss sich selbst gesprengt. Oder halt, die Kleinen haben ihn vielleicht gesprengt. Weiß es nicht. Gut, Mom's Razor ist scharf. Boah, gucken wir mal. Spielen wir halt mal kurz weiter und hoffen rauszufinden, was der tut. Eigentlich würde ich ja mit einem Labyrinth anfangen, ne? Aber, boah, was soll's. Was soll es? Gleichzeitig frage ich mich halt, ist es die verfluchte Zeit wert? Eigentlich ja nicht. Ne? Wir bräuchten halt so irgendwie so coole Items wie so ein Schild oder sowas. Irgendwas, was mich ziemlich sicher dafür schützt, recht schnell getroffen zu werden und ich dann irgendwie Energie bekomme. Oder halt ein Item, was mir Energie zurückgibt. So, es ist so. Alles haben wir nicht. Nichts davon haben wir. Oh mein Gott. Können wir bitte einfach ganz schnell diese Ebene hinter uns? Diesen Raum von. Ich habe ja nicht mal Bomben, ich komme da ja nicht mal ran. Wenn ich Bomben hätte, könnte ich ja die Truhe öffnen. Krieg sogar einen Schlüssel dann dafür. Müsste ich mal den Schlüssel nutzen, den ich jetzt habe. Ich krieg einen extra Schlüssel dafür. Aber ja. Ich habe halt keine Bomben. Mein Gott, wie lang geht der Raum denn noch? Jetzt setze ich hier wieder minutenlang an dem Raum, nur um dann in der nächsten Ebene direkt am Anfang zu sterben. Und alles, was ich hier gemacht habe, ist völlig umsonst. Ja, wow, da drin spawnt einfach eine Münze. Wir spielen mal weiter, wir gucken mal, was passiert. Hier ist dann der Boss. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas raus, was dieses Mom's Razor-Ding war. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie raus. Vielleicht gucke ich auch einfach nach, ganz ehrlich. Sollte das ein Gegenstand sein, der mir auf irgendeine Art und Weise was helfen würde? Und ich weiß es jetzt nicht. Ich würde mir so in den Hintern beißen, ne? Ganz ehrlich. Reißt mir gleich aus ganz anderen Gründen in den Hintern. Reißt mir gleich aus ganz, ganz anderen Gründen in den Hintern. Ey, das darf doch wahr sein. Das Ding ist genauso lila wie Mom's Razor. Hat der Rasierer vielleicht irgendwie dafür gesorgt, dass jetzt diese Variante von dem Boss auftaucht? Also verändert er die Bossarten, die auftauchen, vielleicht? Perks. Man weiß es nicht. 48 Hour Energy. Toll.
Jetzt mäßig, ne? Ach, hier gibt's nichts mehr zu tun. Verlassen wir diesen unsäglichen Ort. Das war Müll. Das war ganz großer Müll. Ich bin gerade leicht erschrocken, weil ich völlig vergessen habe, was... Oh ja, das war's dann auch an der Stelle komplett. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht in dem Raum. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, was dieses Rasierer-Ding ist. Also vor allem gucke ich nach, ob es ein... Okay, es ist ein Afterbirth-Item. Vielleicht hatte ich es schon mal und weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist jedenfalls kein neues Item. Also für mich ist es ein neues Item. Aber es ist Afterbirth. Afterbirth Plus. Deals Contact Damage. Ich hab's nicht mal hingekriegt, dass der Contact Damage gedealt hat. Ja, moin. Ja, also, okay. Er macht Kontaktschaden, das habe ich nicht mehr hinbekommen. Lul. Und gibt dem Gegner so einen Effekt. Oh, nee. Also wenn da jetzt nicht was Optimales drin ist, nope. Dann raus hier. Curse of Darkness. Auch so ein Curse of Darkness. Nee. Ja. Labyrinth. Labyrinth bedeutet halt eine Ebene weniger, die man sich, ja, beweisen muss, weil sonst habe ich ja, wenn ich das nicht spiele, muss ich ja Basement 1 und Basement 2, dann habe ich schon den Effekt von dem Kreuz im Gesicht. Und so habe ich halt genau eine Ebene weniger. Das kann ich halt am Anfang machen. Gab es nicht, glaube ich, irgendein Item, mit dem alle Ebenen zu Labyrinth-Ebenen werden? Das sowas wäre halt auch übergut für diese Mission. Oder die Schaufel. Die Schaufel wäre auch böse stark. Man kriegt dann die HP-Ups nicht zusammen und man braucht ja eigentlich auch recht viele Herzen, um den Damage abzubekommen immer wieder, den guten. Aber sowas wäre natürlich auch stark, wo man einfach schnell durch die Ebene hinkommt. Sowas wäre echt stark. Und ja, ich habe verstanden, dass die Flammen nur kommen, wenn man das Book of Virtues hat, und sie hat das Book of Virtues nicht grundsätzlich. Sie hat diese blaue Leiste zusätzlich und kann somit ein Spacebar-Item mit ihren blauen Herzen aufladen. Das kann sie. Das kann sie immer. Also hier Bethany. Aber sie hat nicht automatisch das... Oh, okay. Das ist ein cooler Raum. Nicht. Ich will nicht wissen, wie oft ich in die Dinger noch reinrennen werde. Im besten Fall Gwarnet. Oh no. Passage. Ja, da habe ich doch schon meinen Leitereffekt. Ja, Mensch. Das wäre okay. Wir gucken jetzt, dass wir Passage behalten. Sollten wir es schaffen, bis in Womb zu kommen. Und dann können wir eine Ebene damit überspringen. So, mehr geht halt nicht. Die schwarze Kerze sorgt dafür, dass ich keine Flüche mehr bekomme, ne? Das war, glaube ich, der Quatsch. Aber ich habe eh kein Geld. Ich glaube, das war das mit keine Flüche mehr. Aber ich will ja gerade Flüche, ich will ja XL haben. Recht, ist schon recht. Oh, moin. Da habe ich mir nochmal den Nathan-Deal verkackt. So, jetzt kurz wieder aufladen, den Spaß. Und dann gleich den nächsten Boss wegnudeln. Vielleicht haben wir Glück auf Satanraum. Was halt auch cool wäre, wegen Ausweichen, wäre, wenn wir fliegen könnten, ne? Ein Item, was uns das Fliegen beibringt, das wäre halt auch nochmal eine sehr chillige Sache.
Aber das werden wir halt leider vermutlich eher nicht bekommen. Aber da wüsste ich zumindest, wie es aussieht. Das ist dieses umgedrehte Kreuz. Das sind, glaube ich, die Demon Wings dann. Wenn mich nicht alles täuscht. Komm, mach einen Abflug jetzt. Reicht jetzt hier. Nur Kunde spielt, Kollege. Oh, jetzt geht das wieder los. Kein Satan-Deal, okay, aber wir haben zwei halbe Herzen hier rumliegen. Ich werde noch den Rest der Ebene mir kurz reinziehen. Ich würde es einfach übelst bereuen, hier irgendwas nicht mitzunehmen, was mir nachher hilft. Keine Ahnung. Alter, was sind denn das für Räume? Okay, ja, hier zum Beispiel. Da können wir gleich eine Runde mehrfach mal sprengen hier. Hier sprengen. Hier sprengen. Dies können wir machen. Einmal zumindest. Weil ja... Nee, zweimal jetzt schon. Zweimal kann man es jetzt schon machen. Aber ich warte erst die anderen Räume. Ah, das waren die Räume. Okay, sollen wir noch geheimraumtechnisch gucken? Oh, hier muss ich, in dem Raum muss ich böse aufpassen. Kann ich, hier kann ich stehen und mal gucken? Ja. Okay, es gibt zu viele Möglichkeiten für den Geheimraum. Es gibt mir zu viele Möglichkeiten für den Geheimraum. I'm sorry. Ich meine, vielleicht kann ich noch ein paar ausschließen. Indem ich mal hier reingucke. Na, der wäre möglich. Der wäre möglich. Der wäre nicht möglich. Es gibt schon nicht mehr so viele Möglichkeiten. Muss ich hier nochmal reingucken. Von hier aus wäre möglich. Von hier aus wäre möglich. Und vom Shop aus wäre... Okay, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Eigentlich haben wir effektiv nur noch zwei Möglichkeiten für den Geheimraum. Probier es erstmal hier. Gut. Richtigen 50% gewählt. Ist jetzt nicht der krasseste Geheimraum, aber wir haben zum Glück ihn gleich gefunden. Ist okay. So, jetzt kann ich zweimal, wie gesagt, hier Opfer machen. Wow. Das war ja wild. Sollte nur aufpassen, dass ich nicht in die Dinger hier reinrenne. Dann kriege ich meine zwei Herzen noch wieder zurück und dann passt die Geschichte. Eins und zwei. So, Abflug. Jetzt heißt es wieder nicht getroffen werden. Ach ja. Ein Spaß für die ganze Familie. Ja, natürlich, mit Ewaz könnte ich jetzt eine Ebene weiterspringen. So, aber was... Was soll es mir nützen, jetzt weiterzuspringen? Okay. Lauf bitte nicht in mich rein, Kollege. Junge! Kritische Momente. Leider kein Herz gedroppt. Ja, leider nichts gedroppt, was ich gebraucht hätte. Oh Gott! Oh, drei Gegner auf einmal. Kein guter Raum. Kein guter Raum für mich. Wo ist der Pin? Wo taucht der Pin auf? Da taucht der Pin auf. Geht der Pilz ist weg. Jetzt ist nur noch Pinny da. Oh yes. Oh no. Leider wieder kein Herz. Wofür trage ich denn Isaacs Heart mit mir rum? Oder Child's Heart, oder wie das Ding heißt.
Das ist nicht das Herz, was ich suche. Vom Ding her, geheimraumtechnisch, nein, könnte da schon überhaupt nicht sein. Okay. Wir gehen hoch, wir gehen hoch. Okay. Wenn ich jetzt nicht völligen Müll mache, habe ich gleich meine Herzen wieder voll. Ja, ich bin ganz ehrlich. Die zwei Bomben ist es mir wert, hier 1,5 Herzen wieder zu haben. Ist mir scheißegal. Die zwei Bomben ist es mir wert. Auch wenn's... Ah, ich hätte hier sprengen können. Ja, okay. Das sehe ich ein, wenn ihr das sagt. Ich hätte hier sprengen können, weil vielleicht und so, ne? Geheimraumtechnisch. Aber so fühle ich mich schon wieder etwas besser. So, die machen nämlich auch einen ganzen Herzschaden. Böse aufpassen, dass der nicht in mich reinrennt. Okay, gut. Ganzer Herzschaden ist schon wieder weg. Die Kackhaufen sind kein Problem. So. Ich muss alles kaputt machen, auch Kackhaufen können Herzen droppen. Okay. Eieieiei. Weiter. Nicht treffen lassen. Ich weiß, da ist jetzt wieder viel, wo ich getroffen werden kann. Ich kenne mich ja. Ich muss jetzt böse aufpassen. Dann ist die Frage gleich Boss. Oder noch ein bisschen gucken. Mit 1,5 Herzen. Na, ich bin halt vorhin auch schon mal beim Boss verreckt. Mit dem anderen. Oh, okay, da ist der Shop. Mit ein bisschen Glück kann man im Shop nochmal ein Herz auffüllen. Mit ein bisschen Glück droppt es hier noch mein Herz. Aber das Herz wird in der Mitte droppen. Okay, besser, besser. Gar nichts als in der Mitte. Ja, Herz kriegen wir auf jeden Fall. Wir haben 5 Bomben. Dann spreng ich auch mal den Dude. Der mir nichts gibt. Ist jetzt die Frage, Säckchen oder Herz? Säckchen könnte halt mehr geben als nur ein Herz. Aber die 3 Münzen für das Herz würde ich dann doch haben. Wir holen uns wieder eine Bombe. So. So, geheimraumtechnisch würde das passen. Ja, auch dieser Raum spricht nicht dagegen. Okay. Dann ist da ziemlich sicher der Geheimraum. Dann werde ich da gleich mal reinsprengen. Und dann lassen wir die Ebene sein. Yo, was? Ich hätte schwören können, dass der da ist. Na gut. Oder sollen wir noch gucken, ob wir gucken? Yo! Jetzt haben wir wieder einiges gefunden. Jetzt haben wir wieder einiges. Ich kläre mal noch kurz den Raum hier. Okay, auch der Raum. Der hat kein... Oh, wir kriegen... Oh, yes! Oh, war das gut, dass wir hier rein sind. Es kann halt, das ist halt das Ding, es kann schief gehen und es kann gut gehen. In dem Fall war es super gut, dass wir hier rein sind. Also übertrieben gut. Und dann hätte ich hier natürlich gesehen, dass ich da nicht hochsprengen kann. Naja, was soll's. Okay, jetzt gehen wir zum Boss. Mit der Ausrüstung. Wir gucken kurz in den Challenge-Raum rein. Wir gucken kurz in den Challenge-Raum rein. Das dürfte kein Problem sein. Reingucken darf ich ja. Nee. Machen wir erstmal Bossi. Dann sehen wir ja, wie viele Herzen noch rumliegen, wenn wir hier fertig sind. Im Moment Satan-Deal 100%. Wenn ich jetzt nicht getroffen werde, Satan-Deal 100%. Dax nur. Er wird immer kleiner. Tschüss. Satan-Deal. It in. Ach, und dafür bekommen wir den... Der droppt mir Herzen, ne? Give kisses. Der droppt mir Herzen. Der kann Herzen droppen. I remember. Der kann Herzen droppen.
So, dieses Ding hatten wir vorhin. Das war Tears Up plus Soul Heart. Würde aber bedeuten, wenn ich das jetzt mitnehme, kann ich jetzt nichts mehr in der Ebene machen, weil dann verliere ich das Soul Heart, wenn ich nochmal getroffen werde, und das möchte ich natürlich nicht. Also nehme ich es auf jeden Fall mit. Na, weil ich gebe hier, das ist faktisch ein gratis Tears Up. Ah nee, das waren die hier. Aber auch der Typ ist gut. Auch der Typ ist gut. Ich habe es komplett verwechselt. Geht schon wieder los. Geht schon wieder los, mein Gefälle. Aber ja, ich habe es komplett verwechselt. Aber den nehmen wir mit. Dann kann ich jetzt trotzdem den Stachelraum besuchen. Ich habe es komplett verwechselt. Ist egal. So. Hier können wir nämlich auch noch ein bisschen rumwurschteln. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Okay. Ich hoffe, die Belohnung ist zumindest irgendwie brauchbar am Ende. Ja, wir kommen im Prinzip gratis wieder raus. Das ist okay. So, nun ist le question. Wie viele Schlüssel? Wir haben 6 Stück. Ich würde sagen, 3 Schlüssel setzen wir mal ein. Holy shit. 6 Schlüssel setzen wir mal ein, wollte ich gerade sagen. Aber wenn ich natürlich immer einen Schlüssel auch noch rauskriege wieder. Ja, Gold wert. Mal keinen Schlüssel. Was macht... Ah, Piercing Shots. Die dann durch die Gegner durchgehen, ne? Coole Sache an sich, aber braucht natürlich Herzen. Ach so, und wenn jetzt hier Herzen auch noch rumliegen, gleich noch mehr, dann kann ich auch wieder opfern gehen. Karte. The Moon, okay. Gut. Da ich eh Ewerts mitnehme, kann ich mich auch kurz in den Itemraum porten. Itemraum, in den Geheimraum porten. Da waren wir schließlich noch nicht drin. Okay, da ist... Ach, da wird der gewesen. Och, komm! Ist denn nur nach da unten offen? Das ist frech. Aber dann mache ich das lieber mit einer Bombe. Ja, das ist ja frech. Was war das jetzt? Man weiß es nicht. So, da oben liegt ein halbes Herz rum. Hier liegt ein ganzes Herz rum. Ich habe wieder einen Schlüssel mehr. Kommt aber nicht mehr so viel raus, ne? Ich gehe jetzt nochmal in den Shop, weil jetzt habe ich ja wieder Kohle. Was waren denn hier für 15er-Items? Was ist denn diese große Batterie? Die hatte ich auch schon 3 Millionen Mal. Ich gucke hier ganz kurz die große Batterie nach. Die müsste ein Rebirth-Trinket sein. Batterie mit Gesicht, wo bist du? Oder zumindest ein Afterbirth-Trinket. Bei den Rebirth-Trinket... Trinket, sag ich schon. Item. Of course. Wieso sehe ich denn immer nie was? Ach, da ist sie. Charged Baby. Familiar Baby that has a random chance to drop a battery pickup or freeze all enemies in the room for a short while. Es hat die Möglichkeit, die zu... Okay. Okay. Es lädt mein Buch schneller auf und so weiter. Es hat die Chance, hier guten Stuff zu machen. Ich würde sagen, das taken wir mal mit uns mit. Es kann vor allem die Gegner freezen. Das gefällt mir. Das wäre super gut, wenn das passieren würde. So, jetzt liegt hier... Jetzt liegt hier eine Halbherzen. Okay. Dann kann ich zweimal opfern. Ich habe eine Münze daraus bekommen. Na gut, so. Ein paar Schlüssel würde ich halt gerne behalten, deswegen wir übertreiben es jetzt. Okay, ich könnte jetzt noch unten die goldene Kiste öffnen. Sollen wir es riskieren? Ich meine, so schlimm kann der Challenge-Raum nicht sein. Ne? So schlimm kann der Challenge-Raum nicht sein. Wir gehen die Kiste öffnen. Okay, die Kiste war schon mal gut. Wenn ich jetzt den Challenge-Raum unbeschadet überstehe. Cool.
die Viecher hasse ich echt. Ja. Judgment, ja gut, aber... Oh, ich kann nochmal opfern. Hier liegt noch ein Herz rum. Ah, jetzt gehe ich nochmal opfern. Alles klar. Warum denn nicht? Was ist passiert? You feel blessed? Es ist sicherlich irgendwas Gutes passiert. Ich weiß leider nicht, was. Aber ich fühle mich jetzt gesegnet. Alter. Sei nicht so ein Trollherz. Mann. Okay, ich könnte ihn setzen und sprengen. Judgment. Weil 5 Münzen gebe ich dem nicht. Aber so kriege ich nochmal 3 Münzen raus. Joa. Okay. Dann könnten wir jetzt noch den Sack öffnen. Ja, weiß nicht, ob das jetzt der beste Deal war, aber ist egal. So, Abflug. Wir gehen, nächste Ebene. Problem ist halt jetzt wieder, was probiere ich noch? Stabil. Stabil. Problem ist halt jetzt wieder... Ja, überstehen, die erste Ebene. Ja, ich meine, mit den Fliegen um mich rum ist das cool und so. Mal halt gucken, was passiert. Kann der jetzt schon eigentlich... Okay, ich guck mal ganz kurz nach, ob ich in einem Gegnerraum sein muss, dass der Herzen droppt oder ob der einfach random Herzen droppt. Ich meine, ich hatte den auch schon 3 Millionen Mal. Wo bist du denn da, bist du? Drops Hafer, Wet Heart, every 3 Rooms. Ah, alle 3 Räume droppt der automatisch ein rotes Herz. Da kam das rote Herz her, was ich vorhin nicht gewusst habe, wo es her... Okay, alle 3 Räume. Alle 3 Räume. Wie lange ist es her, dass du ein Herz gedroppt hast, mein Kollege? Ich hoffe, du droppst gleich eins. Ist das nicht ein HP-Up? Das ist doch ein HP-Up, oder? Ich guck ganz kurz. Weil dann würde ich sofort mitnehmen. Auch wenn es jetzt ein Challenge-Raum ist. Aber ich hätte dann 1,5 Herzen, um den zu spielen. Okay, es ist kein Rebirth-Item. Ist das nicht ein HP-Up? Ist das so, Essen sieht immer aus wie HP-Up. Ist das neu? Okay, ich gehe vorsichtig auf die Repentance-Items, ohne sie zu lesen. Ich gucke nur, ob das Ding da dabei ist. Ich sehe halt, ich bin halt einfach blind. Ich bin halt einfach blind. Ich sehe es halt wieder nirgends. Ich sehe es halt wieder nirgends und danach habe ich wieder Kopfschmerzen, weil ich die ganze Zeit so starre auf die ganzen Items. Dass die Augen böse anstrengt. Nee, also bei den neuen Items ist es ziemlich sicher nicht dabei. Dann gehe ich nochmal zurück. Dann habe ich es bei den anderen übersehen. Ey, wenn das am Ende ein ganz normales HP-Up ist, dann beiß ich mir wieder in den Hintern. Aber ich bin halt unsicher und das Ding ist, wenn ich jetzt was Falsches einsammle, habe ich ein böses Problem. Wo ist jetzt dieses Katzenfutter? Das sieht doch aus wie Katzenfutter oder sowas in der Richtung. Es gibt's nicht. Ich seh's nicht. Ich hasse das. Ich seh's ein... Alter. Wo bist du? Was bist du?
Will nichts falsch machen. Muss ich mir nochmal kurz angucken. Sekunde. Muss ich mir nochmal kurz angucken. Das ist so eine offene Dose mit so irgendwie so Thunfisch, so rosa. Ey, das ist doch ein Item, das muss man doch erkennen. Also, das muss doch ins Auge stechen. Wieso zeigt mir mein Auge nicht das Item an? Ich habe jetzt alle Items überflogen. Und mein Auge so, nö, ist da nicht dabei. Aber es muss ja da dabei sein. Dude. Wo ist die offene Dose? Wo ist die offene Dose? Junge, ich nehme es gleich einfach. Aber wenn es dann kein HP hat, das ist das Problem. Wenn es dann kein HP hat, ist, bin ich mit einem halben Herz... Stecke ich mit einem halben Herz im Challenge-Raum drin. Das ist nicht so geil. Es muss doch ein Repentance-Item sein. Ich sehe es, ich finde es nicht. Ich werde bekloppt, Leute. Ich werde einfach bekloppt. Ich finde die offene Dose nicht. Und die Repentance-Dinger sind noch nicht nach Farbe sortiert. Ich tippe jetzt mal Stichwörter ein, wie das heißen könnte. Dose heißt Can. Ich tippe jetzt mal Can ein. Ich guck mal, ob dann sich ein bisschen was reduziert. Ja, ein bisschen was hat sich reduziert. Aber bei Can taucht es scheinbar nicht auf. Was heißt denn Thunfisch auf Englisch? Oder Cat Food? Ich tippe mal Cat ein. Items mit Cat. Okay, es hat schon mal nichts mit Cat im Namen, weil sonst würde ich es jetzt sehen. Hier sind ganz wenige Items, die alle mit Cat sind. Okay, ich tippe mal Food ein. Mann, ey. Okay, es gibt überhaupt kein Item, was Food beinhaltet. Auch interessant, wusste ich noch gar nicht. Ich find's einfach nett. Es ist... Ach, wisst ihr was? Fuck it, ey. Ich sammel's jetzt. Ich nehm das jetzt. Es sieht aus wie ein HP-Up. Es muss ein HP-Up sein. Aber ich weiß nicht, ob es einen Nebeneffekt... Keine Ahnung, scheiß drauf. Okay, es ist ein HP-Up. Meine Güte, und es hat mich sogar hochgeheilt. Stabiles HP-Up. Ey, jetzt habe ich so lange, ne? Ich raste aus, wenn dieser One schief läuft, weil ich so viel Zeit in diesen One investiere. Und wenn er dann halt nicht läuft, dann ist halt Kacke. Na, dann ist halt Kacke. Wenn der One jetzt nicht läuft, ist es richtig Kacke. Aber es ist doch bestimmt ein Item, das gibt's doch schon ewig. So, das ist, ich meine, es sah aus wie ein normales HP ab, aber trotzdem habe ich es nicht gefunden. Also, keine Ahnung, ich bin einfach... So. Sehr nice. Gut. Okay, wir haben Energie. Wir haben Energie. Wir kommen gut durch die Ebene durch. Hoffentlich. Ich habe genug Bomben. Ich hole mir das alles. Ich hole mir das alles. Muss 4 Bomben opfern. Nee, Quatsch. Um die Stacheldinger kann ich herumlaufen. Das war sowas von wertvoll. Okay, sehr schön. Ja, gut.
Ich bin gerade so froh, hier nicht mit einem halben Herz drin zu sein. Jetzt tun wir mal so, als wäre ich mit einem halben Herz hier drin. Jetzt tun wir mal so. Ich schätze, ich kann hier drin mich in die Mitte stellen. Ja, das haut hin. Dann hier hoch. Und dann kann ich hier... Okay. Okay, es wäre gegangen. Es wäre gegangen, aber ich wäre ultra aufgeregt gewesen. Und wenn ich so aufgeregt bin, dann würde ich es vielleicht falsch machen. Also ich schätze, ich würde irgendwas falsch machen. So, jetzt einmal erstmal die Ebene hier spielen. Die Ebene läuft jetzt. Alles, was wir bekommen, ist Bonus. Wenn ich gerade dann zufällig wieder The Fallen auftaucht, der mir einfach das Leben beendet, dann sollte die Ebene auch erfolgreich beendet werden können. Eine Bombe für 4 Münzen. Wir haben 7 Bomben mehr, komm. Gefährlicher Raum. Okay. Gefahr erkannt. Gefahr abgewendet. Und es liegen jetzt schon wieder so viele Herzen rum. Wir können dann schön opfern. Wir können schön opfern gehen. Wir können eigentlich alles. Wir können eigentlich gleich alles dann damit machen. Wir können Stachelraum machen, wir können opfern gehen und so weiter. Jetzt gehen wir aber erstmal Boss. Denn noch ist die Chance auf den Satan-Dings 12,1%. Na gut, das ist nicht so. Durdi. Yo, der Dings geht einfach in die Mitte, der Horseman. Ich habe, glaube ich, in einem der letzten Parts Sünden gesagt. Es sind die apokalyptischen Reiter gewesen. Das war knapp daneben, ne? Okay, das ist die Balance-Pille, ne? Die lassen wir mal Balance-Pille sein. Interessiert nicht. Okay, genug Herzen liegen rum auf der Ebene. Wir können ordentlich Dinge probieren. Wir haben auch genug Bomben für Geheimraum suchen. Okay. Ich sehe gerade nicht, was es ist, weil HF jetzt Counter-Strike spielt. Einen probiere ich noch, dann lasse ich's. Okay. Merken. Oh Gott, ich muss mir das merken, dass ich die zum Schluss hole. Wie ich vergesse das, dann raste ich aus. Okay, hier könnte der Geheimraum sein. Was ist das jetzt wieder für ein Ding? Es wird schon nichts sein, was mit den One beendet. Kann ich mir nicht vorstellen. Was bist du? Ich kenn's nicht, ich nehm's mit. Luck up plus you feel protected. Ich weiß nicht, wie es mich protected, aber es klingt voll gut. Geschützt werden klingt für diese One super gut. Was auch immer es tut. Hier ist ein Shot Speed up auch großartig. So. Aber was heißt you feel protected? Ich würde ja schon gerne... Ich guck nach. Sorry. Das muss ein neues Item sein. Ich kenne es nicht. Aber es könnte zumindest ein Afterbirth Plus Item sein. Ich guck eben nach. Also ich... Wenn es nämlich was ist, wo ich irgendwie dafür sorgen muss, dass es mich schützt, dann will ich wissen, wie mich dieses Ding schützt. Ich werde jetzt nicht hier experimentieren. Ja, es ist ein neues Item. Okay. Okay, da steht einfach nur plus 2 Luck ab. Okay. Das, ja gut. You feel protected. Plus 2 Luck ab. Gut, dann einfach plus 2 Luck ab. So, ja, okay. So, es liegen so viele Zeug hier rum. Ich muss jetzt noch die anderen Räume machen, dass wir erstmal den Stachelraum finden überhaupt. Mit dem Lil Chat. Das ist so eine gute Möglichkeit. Ich muss es nur schaffen,
drei Räume zu überstehen, dann kriege ich ein halbes Herz. Und das immer. Ich muss drei Räume überstehen und kriege ein halbes Herz. Das ist böse wichtig. Okay. Hangman brauchen wir nicht. Jo, nehmen wir mit. Mehr blaue Herzen und Tears ab. Auch super gut. So, jetzt noch den Stachelraum finden. Falls es. Gibt es eigentlich immer einen? Ich weiß es gar nicht. Ne, scheinbar nicht. Dafür gibt es jetzt. Oh, oh, oh. Da könnte auch nochmal guter Stuff drin sein. Es könnte aber auch komplett useless sein. Wir werden sehen. Oh, Judgment. Haben wir den Shop? Ah, wir haben den Shop auch noch nicht. Okay. Plus 1 to lowest stat. Kann man gut mitnehmen. So, hier ist Judgment. Merken, für den Fall, dass wir nämlich im Shop nichts haben, setze ich Judgment ein und shoppe dann an Bettler herum. Okay, wir haben keinen. Wir haben nichts zum Opfern, die Ebene. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Ist dann halt so. Gibt's ja auch nicht immer. Okay, ja, dann kaufe ich mir jetzt hier nichts. Dann setze ich lieber den Judgment ein. Und hoffe auf eine brauchbare Sache. Wie Karte oder sowas. Oder HP ab. Da kann ja auch HP abdroppen. Aber dann haben die ganzen Herzen, die jetzt hier rumliegen, leider keine Bedeutung mehr für uns. Das ist etwas ärgerlich, aber was willst du tun? Fast. Mehr Damage ab im nächsten Raum. Ich denke, jetzt mehr kann ich jetzt wirklich nicht mehr machen. Na, hier. Hier liegt noch die Batterie rum. Das nützt mir nichts. Da haben wir auch alles abgefrühstückt. Jo. Abflug. Abflug. Nächste Ebene. Nächste Ebene. Mehr kann ich nicht hier tun. Ich bin voll. Ich habe volle Energie. Ich habe alles gemacht, was ich tun kann. Ich werde noch einen Schlüssel kaufen. Kauf noch einen Schlüssel. Oder den Sack. Auf den Schlüssel. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Oh, ich würde die ganzen Herzen so gerne mitnehmen. Einfach in so einen Sack packen und mitnehmen. Oh, wir könnten noch. Wir haben genug Bomben. Wir könnten noch darauf hoffen, so einen One-Up-Pilz zu bekommen. Ich glaube, die können von so Pilzen spawnen. Ich bin mir nicht sicher. Egal, so. Oh ja, nicht in die Spritze reinlaufen. Und weiter geht's. Drückte mir die Däumchen, dass der Lil Chub gleich seine Arbeit macht. Und ich so lange durchhalte. Da geht's wieder los. Halbes Herz. Da unten ist ein kleiner Raum. Es kann gut gehen, ein kleiner Raum. Es kann besonders schlecht gehen. Ich bin mir unsicher. Ich probiere den kleinen Raum aus. Das habe ich nicht bestellt. Ich muss da super schnell durchrennen jetzt. Nichts hilft mir hier raus. Ich muss da super schnell durchrennen. Ach du Scheiße. Und zwar nachdem... Ich dürfte die Zeit haben, nachdem der quer geschossen hat. Nachdem er quer geschossen hat, dürfte ich eigentlich die Zeit haben. Junge! Und er hat sein halbes Herz mir ge... Oh mein Gott, das war... Ey, wenn du dieses eine scheiß halbe Herz hast, ist so ein Raum wird plötzlich so aufregend. So ein kleiner, mickriger Scheißraum. Alter.
Ja, der Raum wäre mit einem halben Herz auch nicht viel angenehmer geworden. Also klar, jetzt habe ich ihn geschafft und so, ne? Ja, aber mit Aufregung, mit einem halben Herz hätte ich auch den super schnell versauen können. Okay, 1,5 Herzen haben wir. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Kann man auch wieder gut gebrauchen. Hier ist Schluss. Zum Glück haben die keine große Möglichkeit, mir hier irgendwas zu tun. Und wir kriegen... Ja, okay. Ah, da. Ja, er hat wieder, Oh, es ist so gut, dass er rote Herzen halbe rote Herzen. Ah. Der Lil Chub ist hier wirklich my best friend gerade. So ein stabiler Kollege. Okay, 2 Schlüssel für 6 Bomben. Ach, 2 Schlüssel für 6 Bomben. Wir haben den goldenen Key. Jetzt hätte ich aber hier gleich wieder Schmarrn gemacht. Meine Nerven. Ich muss jetzt gut dran denken, dass ich immer den goldenen Key habe in der Ebene. Wenn ich die jetzt hätte liegen lassen, ich hätte mir wieder so in den Hintern gebissen. So, da kommen wir auf jeden Fall hier auch rein. Und haben dann hier wieder so eine... Sieht auch wieder irgendwas Batterietechnisches aus. Was tust du? Was tust du? Was bist du? Was bist du? Ich habe dich doch schon auch 3000 Mal gesehen. Mindestens. Wenn nicht öfter. Ist, glaube ich, ein Afterbirth-Item. Aber du bist ein Afterbirth-Item, ich bin mir nicht sicher. Meine, ich habe dich schon mal irgendwo da unten gesehen. Ich weiß, es ist für euch, es ist furchtbar, wenn ich nachgucke. Ich weiß das, es tut mir leid. Nein, du bist scheinbar ein Repentance-Item. Bist du ein Repentance-Item? Wo bist du? Come on, ich tippe gleich irgendwie Battery oder sowas ein. Probier's mal. Ich tippe mal Battery ein und guck mal, was es anzeigt. Es ist ein Repentance-Item. Sensationell. Okay. Ich lese es mal kurz. Active items no longer charge up as normal from clearing rooms. Enemies taking damage now charges your item instead. This includes damage you deal and environmental damage they take. Okay, krass. Es lädt auf, wenn Gegner Schaden nehmen. Es lädt sich auf, wenn Gegner Schaden nehmen. Es klingt eigentlich nach einer Sache, als ob man das Buch dann noch öfter einsetzen kann. Ich würde mal das einen Angriff nehmen. Oh wow. Ich würde das mal in Angriff nehmen. Wir nehmen jetzt trotzdem erstmal das Herz für 2 mit, weil Herz ist Herz. Oh, ich muss hier mal mein OBS wieder aufmachen. Nicht, dass ich hier plötzlich Blödsinn. Plötzlich Quatsch mache. Alter, wie der Part schon wieder 50 Minuten lang. Ach so, weil ich erst einen anderen Run hatte, ne? Da war ja was. Oh, du bist ein Würfelraum. Und zwar der Dreier. Sowas von nachgucken, was der Dreier macht. Sowas von nachgucken. Der Dreierwürfelraum. Rerolls all pickups on the entire floor. Okay. Wenn ich also hier jetzt erstmal alles aufgemacht habe. Achso, da oben ist. Der da oben ist ein Stachelgangst. Der nützt mir nichts. Okay, da ich dieses Trinket eh nicht mitnehmen kann, kann es mir gerne rerollen. Ah, und jetzt hat er hier eine... jetzt hat er hier so eine stabile Nicht-Stachelkiste draus gemacht. Ja, das ist natürlich auch jetzt cool gewesen. Okay, nehme ich. Finde ich gut. So, einmal die Herzchen erledigen. Tschüss. Tschüss. Und noch ein Herzchen mitnehmen. Okay. Ich fände es jetzt stabil, wenn wir erstmal den Boss finden würden. Bin ich ganz ehrlich. Das war dumm. Jetzt habe ich mir meinen Satanraum wieder verhauen. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Das war richtig dämlich. Also so stabil habe ich mir auch selten einen Satanraum verhauen. Aber was soll's.
Da ist mein Bossraum, super. Ich fände es ganz gut, wenn ich jetzt nochmal getroffen werden würde, dann würde ich mich nicht ganz so... Oh, nö! Ich wollte gerade sagen, nicht ganz so schlecht fühlen, aber dann sind auch noch so viele... Was war das denn jetzt für eine Geschichte hier? Alter, ich wollte einmal getroffen werden, einfach nur, dass ich mich nicht so schlecht fühle. Nicht 5 Millionen Mal. Was seid ihr denn für eklige gelbe Dinger? Löscht euch mal. So, okay. Einmal Boss. Wir gucken, was passiert. Er hat einen Slow-Effekt bekommen, das ist sehr nice. Jetzt schießt er irgendwann los. Muss aufpassen, wann er komische Dinge tut. Okay, das war's. Kein Satanraum. Aber schönes Tears-Up. Nehme ich auch immer gerne mit. Mehr Aufladedinger. Ich kann auch so das Buch ja ganz oft einsetzen. Also ich habe so viele blaue Herzen. Okay, gut. Es liegen eh schon Herzen rum. Nee, tun sie nicht. Wir besuchen einmal den... Oh, die habe ich gar nicht gesehen, die Pille vorhin. Okay. Nicht das Beste, aber auch nicht das Schlimmste. Okay. Wow. Ah ja. Gut. Ich hoffe jetzt ist... Mit Pech bekomme ich jetzt eine Dings, die mich wieder rausportet. Oder so eine Scheiße hier. Oh. Kompletter Scam-Satan-Raum. Was soll's. Kompletter Scam. So, was ist hier noch? Da liegt irgendwas rum. Ach nee, hä? Der zeigt irgendwas an auf der Map. Was zeigt denn der da an? Pfeile zeigt er. Hä, was willst du mir damit teilen? Drüben ist auch so ein... Was will er mir mit dem Pfeil mitteilen? Ja, okay, hier sehe ich den Schlüssel. Den habe ich wohl liegen lassen. Das war natürlich auch stabil. Jetzt ist der Klings weg, aber wieso? Da unten liegt doch nichts mehr. Bin ich blind? Liegt hier irgendwo noch ein Gegenstand rum? Nein. Soll ich die Dinger sprengen? Will er mir das mitteilen? Hä? Jetzt ist es weg. Hä? Irgendwas habe ich eingesammelt. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Oh, Leute, ich habe das weiße Herz vergessen in der einen Ebene. Siehst du? Ich wusste, ich vergesse es. Ach, jetzt fällt es mir ein. Toll. Ich habe das... Wieso bin ich denn so? Ich könnte ein Herz mehr haben. Ich habe es nicht eingesammelt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich glaube, Basement... nicht Basement 2. Doch, ich glaube, es war Basement 2. Also relativ am Anfang. Ich habe es einfach nicht eingesammelt. Wie dumm bin ich denn? Ich habe es einfach nicht eingesammelt. Also Leute, manchmal könnte ich mir schon ein bisschen in den Hintern beißen, gell? Hanged Man. Scheiß drauf. Wir bekommen aber jetzt auch nicht die Kohle zusammen für das Batterie-Item. Im Moment. Na, nee, wir kriegen Herzen, aber... Und die Herzen sind cool und so. Aber das Item bekommen wir nicht zusammen. Und hier Schluss. Aber kannst du dich bitte da schnell mal drum kümmern, Kollege... Ihr, Horseman. Die machen mich sonst fertig. Also, ja. Das war stabil.
Ich glaube, es geht echt am schnellsten, einfach reinzurennen hier in dem Fall. Okay. 14 Münzen. Eine Münze würde noch fehlen. Dann könnte ich es mir kaufen. Ich renne jetzt aber nicht hier rum, bis ich noch eine Münze finde. Was soll's, ist egal. Wir gehen. Hier habe ich auch nichts ausgelassen, ne? Nee. Da liegen auch nur Schlüssel drin, keine Münzen. Nee. Ja, da liegt auch ein Schlüssel. Ach so, ich könnte natürlich noch ganz kurz. Okay. Nee, dann fange ich jetzt nicht an, da zu suchen. Scheiß drauf, wir gehen. Keine Lust. Abflug. Ich werde schon nichts falsch gemacht haben. Also, außer, dass ich das HP habe nicht mitgenommen habe. Das war dumm. So, Marm-Ebene. Arcade. Gib mir ein HP ab. Dein Herz. Nicht, was ich gesucht habe. Spreng die mal, da könnte auch ein Herz rauskommen. Ein Herz. Aber jetzt kann man hier Herzen hoffen. Oder Pretty Flies. Ich meine, ich beiß mir den Hintern, wenn der Shop dann ein geiles Item hat, aber ich. Ich gehe kein Risiko ein. Ich möchte. Ja! Nice. Noch eins. Gib mir eine Halbherzen. Yo! Okay, wir haben die Full-Heal-Pille gefunden. Wenn wir die nochmal bekommen würden, würde ich die fast lieber mitnehmen als Ewerts. Ne? Also das war jetzt wieder richtig stabil. Das war jetzt wieder eine richtig stabile Geschichte. Sehr schön. Damit ist die Marm-Ebene eigentlich auch schon so gut wie geschafft. Wenn ich jetzt nicht kompletten Müll mache. Oder mich dann von Marm verprügeln lasse oder so. Aber so weit waren wir in der Challenge noch nie. Ich spiele jetzt seit einer Stunde diese scheiß Challenge schon wieder. Und dieser Run ist 40 Minuten lang davon. Ja, weil das erste war ein Fehlversuch und dann habe ich noch weiter aufgenommen. Ja. I remember. So, jetzt hier schön alles an Bonus mitnehmen. Ach so, und hier darf ich natürlich nicht gleich zu Marm reinrennen. Weil da komme ich ja nicht mehr raus dann. Alter. Das ist stabil. Also muss ich da ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt gleich den Boss finden sollten. Vorher natürlich Shop besuchen, definitiv Shop besuchen, andere Räume abchecken. Ich werde alles versuchen mitzunehmen, was geht, weil in der nächsten Ebene, ja, nice, da ist der Shop. In Wump mache ich es garantiert nicht. Also in Wump sehe ich zu, dass ich Herzen zusammenbekomme und dann Abflug. Ne? Kompass. Kompass. Auf jeden Fall Kompass. Die rote Kerze ist nice, aber ich kenne mich ja. Ich versemmel die. Ich setze die. Also wenn ich jetzt. Nein, ich würde das Damage-Up lieber. Ich würde das Damage-Up lieber behalten. Ich bin ganz ehrlich, ich würde das Damage-Up lieber behalten. So. Da unten ist Boss. Okay, gut. Gut, 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 gut. Dann machen wir schon mal den Weg frei. Die Volksbanken. Okay. Okay.
gucken wir mal, ob hier was ist. Was war das jetzt wieder für ein Ding, das Umbilicord? Das gab es schon seit Ewigkeiten. Seit Ewigkeiten gab es das. Solange ich ein halbes Herz habe, folgt mir Little Steve Familia und schießt Tränen. Also, wäre eine coole Sache, aber das Child's Heart ist halt schon nochmal eine Runde sicherer. Sagen wir es mal so. Eine Runde sicherer. Okay, oh, da hinten gibt es auch noch eine Dings. Wir auch noch reingehen. Die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, ist die: Will ich in der Runde jetzt den Stachelraum mitnehmen und dann mir eventuell den Satanraum verhauen? Weil ich kann ja, ich kann ja nicht mehr zurück, ne? Wenn ich nicht... Oh, scheiße. Ja, jetzt wurde ich eh getroffen. Ja, jetzt wurde ich eh getroffen. Dann kann ich auch... Kann ich auch den Stachelraum mitnehmen. Weil energietechnisch kommen wir ja hin, ne? Energietechnisch kriege ich die Energie zurück, die ich im Stachelraum hergebe. So, das ist nicht das Problem. Die Frage wäre halt einfach nur gewesen, wegen Satan-Deal, weil dann habe ich ja Treffer kassiert. Toll. Aber die habe ich so jetzt ja auch kassiert, die Treffer. Also von daher ist es... So, wir gehen hier auf jeden Fall gleich rein. In die Bibliothek. Gucken mal, was da ist. Das Ding ist, wenn da jetzt die Holy Bible ist, könnte ich Mom damit sofort erledigen und das Herz auch. Es wäre halt eine Überlegung. Nee, die ist nicht dabei. So, was sind das jetzt für Dinger? Das Dummies-Ding teleportiert mich irgendwo hin. Das spawnt, genau, das spawnt irgendeinen Buddy. Der mir hier jetzt effektiv nichts nützt. Und das da... Oh, ich bin Bookworm geworden, stimmt. Stimmt, ich bin einfach Bookworm geworden. Was macht das Ding nochmal? Auch man weiß es nicht. Aber stimmt, ich bin Bücherwurm, weil ich Bücher habe. Okay. Gut. So, dann hier schnell einmal reingucken. Okay. Okay. Ja, wir hoffen mal auf was Brauchbares. Das war bisher nix. Nee. Lasst mich nachdenken. Ich hätte halt 9-mal die Chance, weiterzukommen. Ich starte ja so oder so in einer Ebene mit einem halben Herz. Wenn ich dann sterbe, habe ich wieder ein ganzes Herz. Aber ich kann es halt auch nicht aufladen, das ist das Problem. Nee. 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 Ich bin der Meinung, das würde mir eher den... Nein. Ich glaube, das ist zu riskant. Kann sein, dass ich mich jetzt völlig falsch entscheide. Aber dann ist es so. Aber dann ist es so. Okay, wir spielen noch an der Maschine. Wait, können wir ihm nicht einfach auch Geld geben? Ich meine, ich kann ihn ja nur nicht sprengen. Er ist doch ein ganz normaler Bettler. Oder lädt er mir nur das Ding auf? Lädt er nur auf? Macht er sonst nichts? Ich lieber mal hier. Pretty Fly, komm. Pretty Fly. Pretty Fly. Pretty Fly. Pretty Fly. Das ist nicht die Pretty Fly, die ich meinte. Das auch nicht. Okay, scheiß drauf.
abzumahmen. Hauen wir sie weg. Ah, ich könnte noch den anderen Geheimraum suchen. Geht ganz fix. Hier könnte das sein. Hier könnte das sein. Ihr seid so frech, ne? Oh yeah, ich habe eine Münze nochmal zum Spielen. Die wird's jetzt rausreißen. Ey, achso, dann, ja, dann sprengt das Ding halt auch ab. Lack ab. Wir haben so viel Lack ab, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Lack. Okay. Halt, hier geht's lang. Ach, da war das Ding. Also, Mom wird halt nicht das Problem. Ich... Ja, aber ich meine auch, guck mal, ne, was nützt mir die Cat? Ich gehe jetzt dann mit einem Herz zu Mom. Ich müsste jetzt Mom 9-mal schaffen mit einem Herz. So, nee. Also ich muss sie die 9-mal schaffen, aber ich hätte 9-mal die Möglichkeit, wenn es schief geht. Aber es nützt mir nichts, weil sie trifft mich einmal, ich bin tot. Es nützt mir nichts. Die Dead Cat ist jetzt völlig lost. Völlig lost, die jetzt mitzunehmen. Auch schön aufpassen auf den Schatten. Mit fortschreitendem Kampf lädt sich auch mein Buch automatisch auf. Und ich könnte sie auch einsetzen. Also ich habe ja so viele blaue Herzen. Ich werde jetzt sowieso, in jeder, ich glaube, ich werde jetzt in jeder Ebene... Ja, ich werde jetzt in jeder Ebene ziemlich sicher immer das Buch einsetzen, weil Damage up, bevor ich da drauf gehe, wegen Dings, ne, wäre scheiße. Also insofern, let's go. So. Die Frage ist halt die, jetzt Ewerts. Ich glaube, wenn ich, nee, ich kann... Ich müsste doch mit Ewerts das Herz überspringen können, oder? Kann ich? Also kann ich von... Von der zweiten Ebene hier... Kann ich da mit Ewerts... Kann ich da mit Ewerts, hier weißt du schon, komme ich da direkt in Sheol raus? Müsste doch. Ich meine, wo soll ich sonst rauskommen? Es gibt ja nichts nach. Also es gibt ja nach unten nichts anderes. Ich kann ja nicht in der Kathedrale rauskommen, das wäre ja kompletter Schwachsinn. Wie finde ich denn das jetzt schnell raus? Gibt es da irgendwie Regeln, wie die... Vielleicht, wenn ich die Schaufel nachgucke. Ich guck mal kurz die Schaufel nach. Bei der Schaufel müsste doch stehen, was alles so funktioniert. Oder? Schaufel? Schaufel? Also, spawns a trapdoor at Isaac's feet. Travel to the next floor. In Sheol, Cathedral, Chest and Darkroom, this item opens a crawl space or does nothing. Okay, also ich müsste... Ich spiele jetzt die Ebene und versuche dann das Herz zu überspringen. Und dann lande ich halt... Ich bin so oder so lande ich mit einem halben Herz in Sheol. So, das kann ich nicht verhindern. Aber ich muss jetzt die Ebene hier schaffen. Oh Gott, wünscht mir Glück. Gehe ich erstmal in den großen Raum. Ich glaube, ich hoffe halt, im großen Raum habe ich mehr Ausweichmöglichkeiten auf die Schnelle. Es ist pures Glück, wie ich mich entscheide. Ich meine, Boss-technisch müssten wir eh hochlaufen.
Gut, wir gehen nach oben. Der trifft mir direkt mein Herz. Gib mir Herzen. Irgendwo ein Stein dabei, der mir was Cooles geben kann. Nein, versuchen wir mal hier den Geheimraum zu erwischen. Schade. Ah, okay. Vorsichtig. Die können böse Dinge tun. So, was ist das für eine Kiste? Ist die Kiste gefährlich? Nein, aber die gibt mir auch nicht, was ich brauche. Das Ding ist ja, ein halbes Herz nützt mir jetzt ja noch nicht mal was. Weil ja die Treffer hier trotzdem ein Herz immer sind. Oh, ich bin gerade böse aufgeregt. Alter. Macht euch weg. Da ist mein halbes Herz. Auch noch eins. Auch noch eins. Das halbe Herz nützt mir nichts. Alter, ich bin gerade böse aufgeregt. Ich schwitze nicht, Alter. Ich fange zu. Zu schwitzen. Es gibt so. Darf immer noch nicht einmal getroffen werden. Nicht ein fucking Mal. Entschuldigung. Was macht ihr? Sprengt ihr irgendwie? Scheiße. Kein guter Raum. Kein guter Raum. Aber das waren bisher extremst gute Voraussetzungen für diese Challenge. Holy shit. Aber wieder eine komplette Stunde verschwendet. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.